Nach eingehender Planungsarbeiten und gründlicher Vorbereitungen konnte kürzlich der Gute Laden eröffnet werden. Das ist ein neues Geschäft im Zentrum von Dreiskirchen für sozial Benachteiligte. Es gibt ein altes Sprichwort, gut Ding braucht Weile, und heute sehen wir das Ergebnis, was vor 1,5 Jahren angedacht wurde. Eine ganz tolle Leistung, der Gute Laden, jetzt steht er. Ja, wir haben heute zur feierlichen Eröffnung eingeladen, es sind ganz viele Freiwillige da, es ist der Vorstand da, es sind viele Stadt- und Gemeinderäte und Rätinnen gekommen, um dieses Ereignis mit uns zu feiern, dass wir jetzt dann in Betrieb gehen, am 7. Jänner startet, und wir sind schon auch stolz und vor allem einfach total froh, dass es jetzt startet, dass er auf Schiene kommt und dass wir ja beginnen können. Ich bin so voll Freude, dass so viele Ehrenamtliche sich einfach spontan gemeldet haben und mitmachen. Und es ist so ein gutes Klima. Und bei dem ersten Gespräch, wo wir zusammenkommen sind, war allein schon das da, wo diese Atmosphäre, wo man gespürt hat, das sind Leute, die wollen alle das Gleiche und einfach was tun für die anderen. Da geht es darum, dass man direkt selber was tut, damit es anderen Menschen besser geht. Das ist nicht irgendeine Geplapperei oder irgendwo im Internet stark behaupten, was man nicht alles theoretisch machen wird. Da sind Leute seit Wochen da gewesen, die haben gearbeitet, die haben ihre eigene Energie verwendet und viele auch Gedanken in dieses Projekt und viel Liebe getragen, und das brauchen wir in dieser Gesellschaft. Dass 30 Personen gekommen sind und es gibt noch einmal mindestens 10 oder 20, die gesagt haben, sie möchten gern helfen. Also es gibt eine ganz große Hilfsbereitschaft und ganz viele Leute, die sagen, sie möchten es unterstützen, und das ja, ist natürlich total schön. Und ich glaube, es zeigt, wie notwendig dieses Projekt ist. Auf der einen Seite, dass es einfach viele Menschen gibt, leider auch in Dreiskirchen, die sozial benachteiligt sind, die soziale Einrichtung brauchen. Auf der anderen Seite aber auch viele Menschen da sind, die sagen, sie möchten was für andere tun, sie möchten sich sozial engagieren, und das dazu so zusammenzuführen ist, glaube ich, das Coole am Laden. Kontakte sind vorhanden mit größeren Firmen, mit den regionalen Märkten, und wir haben in circa, ja, dann kurz nach die Feiertag, nach einem neuen Jahr schon einige Termine ausgemacht, da werden wir einiges abholen, es ist auch schon einiges da. Wir sind auch mit dem Sozialmarkt in Baden quasi mit so einem Tauschgeschäft mehr oder weniger, wo wir Ware austauschen, weil wenn ich eine ganze Palette bekomme, die kann ich nicht wirklich so lange lagern, da halbe, und da sind wir beide natürlich hochzufrieden, wenn das funktioniert, und ja, ausgezeichnet. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass wir am 7., sage ich jetzt einmal, vielleicht ist ein bisschen zu hoch gegriffen, aber 150 verschiedene Produkte können sich ausgehen. Es ist nach wie vor so, dass in Österreich beispielsweise jedes fünfte Kind von der Armut betroffen ist, armutsgefährdet ist, dass wir strukturelle Armut haben bei alleinerziehenden Eltern, vorwiegend bei alleinerziehenden Frauen, und dass es natürlich auch so ist, dass man ganz konkret hier in der Stadt da sieht, dass Mindestpensionistinnen da sind, die 20, 30 Jahre in den Fabriken gearbeitet haben, dann nur unterbrochen haben, 10, 20 Jahre, um ihre Kinder großzuziehen, und heute an dieser Ausgleichszulage, an der Mindestpension herumschrammen, und denen wollen wir konkret helfen. Und das ist ein gesellschaftlicher Auftrag. Das ist das, warum ich eigentlich als junger Mensch schon in die Politik gegangen bin. Das sind schöne Tage, weil man weiß, da ist man ganz nah dran. Und da weiß man auch, warum man Politik macht. Und das ist mein Ziel als Bürgermeister auch für die nächsten Jahre. Es ist nur wichtig, dass auch nach dem 7. Jänner, an dem Tag wird ja das Lokal in Betrieb genommen, dass dann auch die Leute weiterhin auch spenden und vor allem Waren bringen. Das, glaube ich, das Wichtigste. Das ist ganz wichtig, weil von dem lebt der Sozialmarkt und der gute Laden, wie unserer heißt. Und ich denke mir, es werden immer mehr Menschen, wenn sie das hören, vielleicht auch bereit sein, auch privat etwas herzugeben. Und ich denke mir, das war das Schöne, wenn das so dann weitergeführt wird. In einer Überflussgesellschaft, in einer Wegwerfgesellschaft dürfte das gar nicht sein. Ja, eigentlich nicht. Aber schön, dass es gibt wieder, weil ich denke mir, da hat es dann wirklich fruchtbaren Boden, wo das weitergeben wird.